Was machen wir? Zum Beispiel Angela fährt zu den Feierlichkeiten, zu den Siegerfeierlichkeiten nach Russland. Es war Sieg über den Faschismus, was dort gefeiert wird. Und die Zukunftsgesellschaft hat kurzerhand gesagt, okay, wir unterstützen ihre Fahrt dorthin, beziehungsweise nicht die Fahrt, sondern sie kauft dort unten auch Lebensmittel und alles, was notwendig ist an Hilfsgütern für die Menschen dort unten im Donbass. Weil von hier oben ist es sehr schwer, die Sachen dorthin zu bekommen. Es gibt zwar eine Briefaktion, aber die geht dann auch über Moskau. Aber Angela fährt heute dorthin, kauft dort ein und verpackt dort unten auch mit Hilfsgüter und die gehen von Moskau aus direkt in den Donbass, zu den Menschen, die dort vom Krieg so gebeutelt sind. Ja, wenn wir schon dabei sind, Wolf, ist deine Autotür auf? Die Schiebetür? Machst du mal kurz. Angela, darf ich dich mal kurz nach vorne bitten? Bist du da? Angela? Ist nicht so schnell. Ach, da bist du. Nee, ich hatte dich gar nicht gesehen. Okay. Ja, wir haben ja gesammelt fleißig, über Facebook überwiegend. Und ich bin stolz darauf, dass wir dir heute einen Scheck über 1060 Euro überreichen können. Wenn man hört, was man damit machen kann, vielleicht sagst du nachher noch mal ein bisschen was dazu. Eintauschen kannst du den Scheck nachher bei unserer Schatzmeisterin. Okay. Kriegst das dann mit. Wenn man dann hört, was man damit alles machen kann, wie wenig da ein Brot kostet, wie wenig da ein Kilo Mehl kostet. Und die kaufen dort unten in Moskau direkt im Großmarkt ein. Das heißt, die kriegen es halt dann noch günstiger. Und es wird, wie gesagt, von da aus dann direkt in den Donbass gebracht. Und das sind solche Aktionen, die laufen. Zwei andere gute Bekannte von uns haben sich, wann war das, Ende letzten Jahres dazu entschlossen, einen Indien-Trip zu machen, nach Indien zu fahren. Und ja, jetzt ist ja gerade Nepal das Erdbeben passiert und sie haben sich kurzerhand entschlossen, rein Zufall hatten sie zwei Tage vorher einen Flug gebucht, so komisch, haben sich entschlossen, dann halt in Nepal zu helfen, so gut sie es können. Und Björn hat damals schon Sammlung für die Ukraine mit unterstützt, mit initiiert und wir haben damals schon 240 Tonner mitschicken können in die Ukraine. Wir haben damals 850 Euro spenden können. Und wir haben gesagt, dass wir also auch jetzt eine Aktion machen wollen dann für die Menschen im Nepal, um dort auch zu helfen. Wir können nicht überall helfen, aber überall, wo wir helfen können, ist wichtig und ist gut. Ja, 2014, am 5. Mai genau, standen wir unvorbereitet hier auf der Straße. Und das erste Jahr war zum Üben. Und ich sage jetzt mal so, jetzt haben wir genug geübt, jetzt ist es Zeit anzupacken und was zu verändern. Und wir sollten aber nicht nur reden, sondern wir sollen auch etwas tun. Und beharrlich und mit Geduld sollten wir und Ausdauer daran arbeiten, unsere Ziele, die wir uns setzen, umzusetzen.